Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität begrüße ich Sie, Herrn Roth, und Sie, liebe Gäste, ganz herzlich zu der Poetikvorlesung dieses Semesters. Diese Vorlesung findet in diesem Semester zum 50. Male statt. Und blickt man, meine Damen und Herren, auf die Liste derjenigen, die hier gelesen haben, dann ist das wirklich ein Who-is-who der deutschsprachigen Literatur. Und man ist beeindruckt und es wird einem deutlich, welche intellektuelle und ästhetische Bedeutung diese Vorlesung und die ihr zugrunde liegende Stiftungsinitiative besitzen. Angefangen hat übrigens diese Vorlesungsreihe mit einer Vorlesung von Ingeborg Bachmann. Diese Veranstaltungen sind insgesamt zu einem herausragenden kulturellen Ereignis des Verlags und Universitätsortes Frankfurt am Main geworden. Hier verdanken wir ganz besonders der Suhrkamp-Stiftung, dem Suhrkamp-Verlag, Ihnen, verehrter Herr Unselt, den Freunden und Förderern der Universität, sind wir für diese weit über die Grenzen der Stadt hinauswirkende Präsentation literarischer und poetischer Arbeit an diesem Ort ganz besonders dankbar. Patrick Roth war der erste Wunschkandidat der kleinen Vorbereitungskommission, in der auch ein Mitglied des Präsidiums Sitz und Stimme hat. Wir danken Ihnen, sehr verehrter Herr Roth, dass wir mit Ihrer Annahme dieser Dezentur wiederum einen, der, sieht man allein die Reaktionen auf Ihr Werk des letzten Jahrzehnts, interessantesten, sprachfähigsten Vertreter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gewinnen konnten. Vielen Dank, dass Sie in diesem Semester zu uns gekommen sind. Frankfurt ist bereits in vielfältiger Weise mit dem Werk Roths verbunden. Hier sind nicht nur bei Suhrkamp die Bücher Patrick Roths verlegt, die Wachsamen 1990, Riverside 1991, Johnny Shines 1993, Corpus Christi 1996, die letzten drei bilden die Christus-Theologie, Meine Reise zu Chaplin 1997 und im vergangenen Jahr 2001 Die Nacht der Zeitlosen. Die Frankfurter Rundschau und das Journal Frankfurt machten Patrick Roth auch als Filmjournalisten bekannt, der insbesondere durch eine Reihe von Interviews mit amerikanischen Filmschauspielern vielen Lesern der Stadt aufgefallen ist. Und schließlich hat auch das Frankfurter Filmmuseum den Zusammenhang zwischen dem literarischen Text der Reise zu Chaplin und dem Film, den Filmen Chaplins, hergestellt. Hier vor allem Frankfurt ins Spiel zu bringen, mag man mir, dem Präsidenten der Frankfurter Universität, nachsehen. Will man zur Person und dem Werk Patrick Roths etwas sagen, wird man auf eine andere Stadt weisen müssen, auf Los Angeles, der Wahlheimat des Autors seit 1975. Für seine literarische Arbeit spielt sie eine wichtige Rolle, aber ebenso insbesondere auch für den Drehbuchautor, den Regisseur und den Filmemacher, der Roth ebenso ist. Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie nach dem zweiten Semester von Freiburg-Karlsruhe, Ihrer badischen Heimat, ins ferne Los Angeles gezogen sind und dort dann mehr oder weniger geblieben sind. Patrick Roth, der deutschsprachige Schriftsteller in den Vereinigten Staaten, ist ein Grenzgänger in vielerlei Hinsicht. Nicht nur ein Grenzgänger zwischen der deutschen und der amerikanischen Sprache, der deutschen und der amerikanischen Kultur, zwischen Text und Film, Gegenwart und Vergangenheit, sondern darüber hinaus zwischen dem Alltäglichen und dem Wunderbaren, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Licht und Dunkel. Wir werden in dieser und den folgenden Vorlesungen ins Tal der Schatten und vermutlich höchst ästhetisch und analytisch an Licht und Dunkel,
die höchsten und die tiefsten Momente geführt werden. Das Mehrdeutige hat auf diese Weise seinen Ort. Stabilität wird nicht nur durch ein Erdbeben wie in die Nacht der Zeitlosen erschüttert. Ich wünsche Ihnen, den Zuhörern, uns allen in dieser und den folgenden 4 Vorlesungen vielfältig neue Erfahrungen und Einsichten und danke Ihnen noch einmal, Herr Roth, für Ihr Kommen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Die Vorlesungsreihe heißt Ins Tal der Schatten, das wurde gerade eben gesagt. Und die erste Vorlesung hat den Titel Orpheus nach Hollywood. Nein, es war furchtbar, scheußlich. Das Messer war blutverschmiert. Ich hob es nicht auf, sondern öffne die Tür, Blutspuren von der Schwelle bis zum Küchentisch. Und da liegt sie, liegt in einer riesigen Lache von Blut. Sie stöhnt noch und ich bin auf sie zu. Ich sage, hörst du mich? Kannst du mich hören? Was um Gottes Willen ist hier geschehen? Und sie röchelt, Blut fließt ihr aus dem Mund, aus dem Ohr. Und unterm Röcheln höre ich so etwas wie Worte. Sie versucht mir, was zu sagen. Ich knie hin, sie besser zu verstehen, gehe mit dem Ohr nah ran, beuge mich tief, noch näher zu kommen, bis an die Lippen. Und weißt du, was ich sie flüstern höre? Diese Frage, er verstand eben etwas von Timing, keine Suspense, kein Dehnen der Zeit, ohne Timing. Diese letzte Frage, und weißt du, was ich sie flüstern höre? Setzte Hitchcock immer genau in dem Augenblick ein, als sich die Türen des Hotelfahrstuhls, in dem er gerade stand, öffneten und die fein gekleideten Hotelgäste vor dem Schritt aus dem Fahrstuhl zögerten, instinktiv die Luft anhielten, als hätte sich nicht das Foyer zu ebener Erde, sondern schwindelerregend ein Abgrund vor ihnen aufgetan. Und doch mussten jetzt alle in diesen Abgrund, das heißt ins Foyer, ohne die Hitchcock zugeflüsterte Antwort jener Frau je zu hören. Aber der Journalist, der Hitchcock begleitete und dem er das alles im Fahrstuhl, kaum waren andere Gäste hinzugekommen, zu erzählen begonnen hatte, wartete ungeduldig, bis sie außer Hörweite der anderen waren und fragte, was hat sie ihnen denn nun gesagt? Nichts, gar nichts, meinte Hitchcock dann immer. Das war nur die Geschichte, die ich gerne in Fahrstühlen erzähle. Selbst an der zugegeben flachen Thrill-Oberfläche einer solchen Hitchcock-Anekdote ist noch etwas von der Faszination des Stoffes zu spüren, um den es mir geht. Ins Tal der Schatten. Das Bild des Titels kündigt eine Katabasis, einen finalen Abstieg ins Dunkel an. Damit beginnt alles, beginnt die Suche nach dem Stoff. Es geht im Folgenden um die Anfangsphase der Arbeit, um die Faszination und Tortur der Stofffindung. Ich erzähle von Wegen zum Stoff, gebe Beispiele für Sicht- und Vorgehensweisen, die durch Erfahrung destilliert mir Wege zur Erfahrung geworden sind. Sie stammen aus den Bereichen, die mein Schreiben nachhaltig beeinflusst haben, mithin erstens aus dem Film und der Stadt des Films Los Angeles, zweitens aus der Literatur, drittens der Bibel und viertens der Tiefenpsychologie. Wer beginnt die Suche nach dem Stoff? Der Schriftsteller. Worum handelt es sich beim Gesuchten? Wie wäre dieser Stoff zu finden, zu bergen, wie zu begreifen, zu werten? Und wie könnte man anderen von ihm erzählen, ihn und den Weg zu ihm erzählbar machen? Schreiben ist Totensuche. Tot ist, was tief in mir vergraben, kein Bewusstsein mehr streift. Paradoxerweise ist dieses Tote, das ich suche, sammle, einlese, nur ein mir Totes. Das heißt, tot, aber gleichzeitig hochlebendig. Denn insofern wir nicht davon wissen, ist es tot, ist es uns tot. Das heißt aber wirklich unabhängig
von uns. Es agiert unabhängig, wirkt, hinterlässt seine Spur in Traum, Tagtraum, in Einfall, Fantasie, beeinflusst uns aufs Mächtigste im Unbewussten, jener Region der Psyche, in der die Schatten leben. Es, dieses Unabhängige, uns nicht Bewusste, sähe, was geschieht, aus seiner Warte ganz anders. Es, dieser Stoff, den der Schriftsteller sucht, würde sagen, zu ihm sagen, mein Mittoter bist du, tot mit mir, tot insofern ich tot in dir bin, suchend mit mir, denn ich suche nach dir. Denn nicht nur du sammelst mich, nicht nur du schreibst mich, stellst mich, suchst mich, sondern von mir aus geschieht es ebenso. Ich suche nach dir, stelle dich, schreib mich dir ein, sammle dich, in dir gesammelt zu sein, von dir gewusst, in dir bewusst zu werden. Wenn ich statt vom Stoff, vom Corpus Delicti spreche, wird die Parallele von der Arbeit des Schriftstellers zur Arbeit des Detektiven erkennbar. In den Detektivromanen weist ein Corpus Delicti meist auf ein anderes Corpus hin, auf die Leiche. In Corpus Christi, dem letzten Roman meiner Christus-Trilogie, ist das wörtlich genommen. Thomas, der Zweifler, der nach der abhanden gekommenen Leiche des Jesus sucht, ist Detektiv und Schriftsteller in einem. Nur, und hier ist das Entscheidende, will er zunächst nicht für andere schreiben. Das ist entscheidend. Er sucht nicht für uns, nicht für andere Auftraggeber, Leser. Sich will er schreiben. Für sich sucht er. Sich liest er zusammen. Wenn man Bilder von Thomas dem Zweifler betrachtet, sieht man, dass ursprünglich das Schreiben des Stoffs, das Stellen des Stoffs, das Aufrichten, Heben des Stoffs und damit die Beschreibung des Funds eins war mit seiner Findung, mit der Findung des Stoffs. Mehr noch, eins mit dem Finder, eins mit dem Fund. Sein muss im ersten Augenblick da gefunden wird. Ja, in diesem Moment, in dieser Thomas-Sekunde, in der er seine Hand in die Seite des Auferstandenen hält, wie die Feder in Tintengrund, schreibt sich das Gefundene, der gefundene Stoff, das gefundene Korpus von selbst. Der Thomasfinger, den er da in die Wunde des Auferstandenen hält, in die tintenblutige Seite, lässt Jesus ihm auferstehen, macht Jesus dem Thomas lebendig. Das Bild vom Zweifler, der dem Jesus die Hand in die Seite taucht, ist ein Bild vom Wort, das noch nicht geschrieben ist, das noch eins ist, ungetrennt vom Beschreiber und seiner Schrift, ungetrennt von der Aussage, dass, was geschrieben werden soll, auferstanden ist. Der zeigend zuckende Schreibefinger des Thomas, im Moment, da er ihn in die Wunde hält, liest und schreibt in einem. Und nochmal, aber da ist das Geschriebene noch Stoff und schreibt sich doch. Da ist der Schreiber noch, was er schreibt, untrennbar vom Stoff. Da ist das Geschriebene noch Leben, ist jetzt und hier. Der Körper, die Seitenwunde, in die Thomas seinen realitätheischenden Finger taucht, schreibt sich ihm in dieser Tat zu. Er schreibt, das bist du, dieser Körper, tot und auferstanden. Tot bist du im Gesuchten, auferstanden im Gefundenen. Das Gesuchte hat dich gefunden. Hier, in dieser Thomas-Sekunde, sind Schreiben und Erleben noch ungetrennt. Nochmal, Schreiben ist Totensuche im Autor, im Leser, wenn er zur Mitsuche verführt wird, wenn der Mut des Autors im Geist des Erzählten auf ihn übergeht. Schreiben ist Totenerweckung im Leser, im Autor. Der Autor sucht nach Totem, das heißt nach etwas, das ihm tot ist, nach einer, die er vergessen hat, nach einem, der tot in ihm liegt. Tot, tief vergessen, schlafend. Im Bewusstsein des Autors, des Lesers, jedenfalls nicht vorhanden. Aber etwas ist da. Sonst gäbe es keine Suche, sonst gäbe es erst, käme es erst gar nicht dazu. Wonach sehnt sich die Suche? Was liest sie? Welche Spur? Was versucht sie einzulesen? Das eine. Was ist das? Das ist der Stoff,
das eine, das im Moment der Thomas-Sekunde noch eins war. Die Santa Monica Mountains teilen Los Angeles in zwei Teile, in zwei Täler, so könnte man sagen. Nördlich der Hügelkette liegt das San Fernando Valley, in dem ich heute wohne. Am südlichen Rand der Hügel das ehemalige Cahuenga Valley, das heutige Hollywood. Den Kamm dieser Hügel entlang schlängelt sich vom Pazifik bis zum Cahuenga Pass, der die beiden Täler verbindet, der 21 Meilen lange Mulholland Drive, nach William Mulholland benannt, einem Dubliner, der in Arizona noch mit Indianern gekämpft hatte, bevor er 1877 mit $10 in der Tasche nach Los Angeles kam und 36 Jahre später mit dem Bau des längsten Aquädukts der Welt aus 233 Meilen Entfernung Wasser aus dem Owens Valley der Sierra Nevada nach Los Angeles brachte. Dabei den 40.000 Zuschauern, die das Wasser live ins Tal von San Fernando fließen sahen, in der kürzesten Festrede der Welt zugerufen haben soll: "There it is, take it." Ein Foto, das an jenem 5. November 1913 aufgenommen wurde, hält genau jenen Moment fest, da die schaumweiße erste Welle des Wassers, flankiert von den Schattenmassen der Zuschauer längs des Kanals, den Abstieg ins Tal erst zur Hälfte geschafft hat. Zeit aufgehoben liegt die andere, die untere Hälfte, noch trocken vor der Flut. Ein Bild, das so festgehalten an die Umkehr des Vorgangs gemahnt, als sei der Film hier im Bild nur gestoppt. Freeze Frame. Könne jederzeit rückwärts zu laufen beginnen. Eine trauernde Menge in Schwarz, den Kanal flankierend, bezeugte den Rückzug der Wasser, des Aufstiegs der Wüste, der Trockenheit, Leere. Und wäre ebenso möglich. In jenem Foto liegen beide Entwicklungen noch in der Waage gehalten. Einmal, es war schon dunkel geworden, hielt ich mit dem Wagen auf Mulholland Drive zwischen Beverly Glen und Benedict Canyon. Nicht um die Aussicht auf San Fernando Valley im Norden und Hollywood im Süden zu genießen. Es war ein Tag nach meiner Fahrprüfung in Hollywood. Ich wollte die fünfspurigen Freeways meiden, war mit dem klapprigen VW irgendwie in die Hügel geraten. Ein Wunder, dass ich es mit der Knüppelschaltung bis zum Mulholland Kamm geschafft hatte. Und hatte nun vor, mich im Schneckentempo ostwärts weiterzutasten. Ich wusste noch nicht, dass Autobremsen normalerweise Beläge haben. Mein Wagen hatte wohl keine. Jedenfalls musste ich bei jedem Bremsmanöver auf dem kurvenreichen Mulholland so oft aufs Pedal treten, dass ich Beinkrämpfe bekam. Schließlich fuhr ich an die Seite, um den hupenden Rush-Hour-Fahrern auszuweichen. Ich stieg aus, wandte mich von den Scheinwerfern, die durch die ersten Nachtnebel brachen, geblendet zur Seite, und sah in die Schlucht eines wild bewachsenen Canyons hinab, aus dessen verzweigt nachtschattigen Schluften hier und da hell und blau, Licht und Türkis, die Swimmingpools und Villen der Canyonbewohner zu erkennen waren. So oft ich die abwärts gerichteten Augen zu Schlitzen zusammenzog, der Krampf im Bein ließ nur langsam nach, blinkte die Hügelseite wie ein zu Tal gerollter Nachthimmel. Keine 3 Meter unter mir, der Canyonhang fiel hier steil ab, sah ich eine Gestalt aus dem dichten, hüfthohen Gestrüpp auftauchen, langsam, als habe sie dort genistet. Ich sah das Messer, ein großes Bowie-Knife, in seiner Rechten, mit der der Mann ab und zu in den Brush tauchte, den Weg sich zu bahnen. Er ging auf keines der Häuser zu, stieg nur abwärts ins Dunkel des Canyons hinab, den Rücken zu mir, als habe er mich nicht bemerkt oder, noch im Busch hockend, entschieden, dass ich keine Gefahr für ihn darstellte. Er ging mit entblößtem Oberkörper, den er bis zum Ansatz der schulterlangen Haare mit Tarnfarbe eingerieben hatte. Er ging abwärts, als wolle er im Dunkel des Canyons verschwinden, als wohne er dort, irgendwo unten, als gäbe es kein Los Angeles, keine Wege und Häuser, als lebte er in einer anderen Zeit, sähe all das nicht. Später erfuhr ich aus Gesprächen mit anderen, dass zu jener Zeit
Bushwets in den Canyons herumstreunten, Vietnam-Heimkehrer, die es in den Häusern allein oder bei ihren Familien nicht aushielten und verdammt den Krieg und die Toten, Freund und Feind zu beschwören, in den Canyons Stillhunt betrieben, stundenlang unbeweglich wach, an einem Ort sitzend, bis sie sich näherten, die Schatten, Tier oder Phantom oder der Feind doch im Schlaf. Aber damals, als ich wieder ins Auto stieg, ließ sich das Unheimliche an dieser Erscheinung, die da talwärts ins Dunkel hinabstieg, leichthin verdrängen. Meine Verzweiflung über meine verfahrene Lage in dieser Stadt las, was ich gesehen hatte, ganz praktisch. Der Mann, dieser nächtliche Absteiger, zeigt dir nur eines, sagte ich mir. Wenn es mit dem verdammten Wagen auf normalem Weg gar nicht mehr geht, wenn sich alles verkrampft, dann geh vom Weg querfeldein. Diese Wahl hast du immer, den Weg in der Not selbst dir zu bahnen. Zwei Nächte darauf hatte ich einen Traum. Damals las ich gerade in Robert Graves' erstem Band seiner Greek Myths, den ich 1975, wenige Monate nach der Ankunft in Los Angeles, aus Heimweh nach einem Land, in dem ich nie gewesen war, gekauft hatte. Las darin die späte Mythe des Orpheus, der ebenfalls abwärts ins Dunkel gestiegen war, zu den Toten, ins Tal der Schatten, in diesen unterirdischen Weltraum, wie Voss die Stelle in den Ovidschen Metamorphosen übersetzt. In meinem Traum hatte sich Mulholland Drive plötzlich bewegt, sich nachts als riesige Schlange zu erkennen gegeben. Im schwarzen Teer sah ich Risse hell werden, Diamanten geformt, riesige Schuppen, eine neben der anderen, alive, die Schlangenhaut der Straße. Ich sprang hinab ins Gebüsch, wo ich noch ganz unter Schock mich genau an jener Stelle wiederfand, an der ich Tage zuvor den Bushwet beobachtet hatte. Im Traum floss ein Rinnsal durchs dunkle Gebüsch an meinen Schuhen vorbei, floss abwärts den Weg hinab, den ich mir nur mühsam bahnte. Das Rinnsal, oder war's der kreisende Nachtnebel, flüsterte Ophrys. Immer wieder lag dieses Wort überm Bild des Absteigers, denn ich sah mich beim Abstieg auch selbst, Ophrys. Graves, ich schlug nach dem Traum nochmals nach, hatte den Namen des Orpheus aus dem griechischen Adjektiv Ophryoes hergeleitet und übersetzte es mit of the riverbank, dem Flussufer zugehörig. Was sich mit der Bedeutung, die im Benzelers, meinem griechischen Schulwörterbuch zu finden war, nicht vollkommen deckte. Dort liest man Ophryoes, hügelig, hügelbegrenzt. Und damals, beim Nachschlagen, muss mein Auge wohl auf ein weiteres Wort gestoßen sein, von dem sich Ophryoes erst ableitet, auf eben jenes Ophrys, nämlich, das vom Rinnsal geflüstert über der Szene lag. Ophrys bedeutet die Braue. Beide Worte sind etymologisch verwandt. Die Augenbraue. Ophrys. Als läge die ganze nächtliche Absteigerszene meines Traums, schien mir, nicht nur unter der Braue eines unbekannten, allsehenden Auges, das wie eine flüsternde Stimme über allem lag, sondern als sei durch solche Sicht, Sicht des Auges unter der Braue, Perspektive von oben und gleichzeitig von unten, ich war ja der Absteiger, als sei durch solches Gesehenwerden also der Absteiger erst getauft. Unter der Braue, Ophrys, stieg dieser Traum Orpheus hervor, selbst ein Auge, stieg dem vom Brauenhügel geführten Wasser folgend hinab in die Orphnä, in Dunkelheit und Nacht. Es war das Gesehenwerden, das langhin geflüsterte Wort jener Braue, die sich in meinem Traum so selbst aussprach und damit den Absteiger taufte, ihn so getauft in der Dunkelheit sehen ließ. Ich war ihr Auge. Nochmal zurück zur Mythe des Orpheus, denn sie ist mir vor allem ein Bild, das die Passage zum Toten, zur Toten, der Toten Anima Eurydike beschreibt.
ihrer Findung, ihrer möglichen Rettung, in allen Stadien dieser Reise ins Tal der Schatten und damit alle Phasen der notwendigen Arbeit des sein Todes suchenden Schriftstellers schildert. Sein Todes, das es wieder lebendig zu machen, zu erinnern, zu erstellen, wieder ans Licht, an den Tag, an die Oberfläche zu führen gilt. Denn darin besteht das Werk und es vollzieht sich also gleichzeitig an ihm, der es ausführt und am Stoff, den er aufführt. Zurück also zur Mythe des Orpheus, wie ich sie in Graves griechischer Mythensammlung damals fand. Ich schlage das Buch nochmals auf. Orpheus, schreibt Graves, was the most famous poet and musician who ever lived. Mit dem Spiel seiner Lyra, der Leier, he not only enchanted wild beasts, enchanted, da ist das Singen, to chant, Kantare, noch zaubern, but made the trees and rocks move from their places to follow the sound of his music, sondern entzückte auch die Bäume und Felsen, die ihre Plätze verließen, um seiner Stimme zu folgen. Man kommt um den nächsten Satz kaum herum. Ich hatte ihn mir damals mit Blei unterstrichen. Sie sind schön. Bemerkungen wie die folgende. Ein Bild geben sie, sind ein Freeze Frame, der gerade in seinem Eingefrorensein, seinem Aufgehobensein aus der Zeit, sein zeitloses Anwesen in ihr behaupten will. Zitat. In Zone, in Thrakien, stehen noch immer alte Bergeichen in der Stellung von Tänzern, so wie er, Orpheus, sie verließ. Zitat Ende. Das zeitlos Aufgehobene soll hier gar besuchbar erscheinen, als könnten wir ja jederzeit hinreisen, uns vom noch immer sichtbar besuchbaren Muster der stillstarren Eichen von Stamm zu Stamm hin und her eilend, ihren Gesten mit unserem Körper nachspürend, sie einlösend, die stummen Baumnoten so in Raum und Zeit einlesend, wie ein Lesefinger die rote Rune, wie eine Diamantnadel aus stummen Tal- und Hügelrillen der Schallplatte Ton sticht, hinreißen lassen. Uns hinreißen lassen auch davon, dass hier Zeichen zurückbleibt von ihm, Orpheus, und seine Stimme jedem, der kommt zu hören, jedem, der hören will, hier sichtbar, hörbar werden könnte. Also ist es gerade die Starre jener Eichen, die an den Tanz erinnert, den die Musik des Orpheus sie tanzen ließ. Hier mahnt das Erstarrte, wie jene starre, erstarrte Welle Mulhollands vom 5. November 1913, an eine mögliche Wende. Sie wäre der Anfangspunkt ins Zurück, in ein Wiederholen hinein. Hier begänne die Umkehr, neue Suche, wäre Anfang neuer Musik. Nochmal zurück, ich schweife ab, ohne abzuschweifen. Geheiratet habe Orpheus Eurydike, sagt Graves, und fügt hinzu, Eurydike, die manche Agriope nannten, das hieße die Wildäugige. Und ist auch ein Beiname der Unterweltsgöttin Hekate. Eines Tages nun im Tal des Flusses Peneus soll Eurydike die Nachstellung des Aristaios fliehend auf eine giftige Schlange getreten sein. Sie starb an ihrem Biss. But Orpheus boldly descended into Tartarus, hoping to fetch her back, schreibt Graves. Orpheus stieg kühn in den Tartaros hinab, um sie zurückzuholen. Und jetzt kommt wieder so ein Satz, so eine Nennung, die ein Bild gibt, das mich kindlich rührt. He used the passage which opens at Aornum in Thesprotis. Er benutzte den Durchlass, der in Aornum in Thesprotis offen stand. Es ist die Nennung der genauen Stelle, Passage, kündigt die Reise, die bevorstehende Wandlung schon an, an der Orpheus in den Hades, in die Welt der Schatten, hinabstieg. Auch diese Stelle im Buch, unterstrich ich damals, 1975, diese Stelle der Stelle wirkt auf mich wie die Erwähnung des Musters jener Eichen in Zone, die in ihrer Bewegung verharrten, als die Musik des Sängers verklungen war, ein ewiges Abbild zu geben, aus dem das Verklungene wieder Klang werden könnte, eine Matrix selbst,
aus der wiedergeholt werden könnte, was hier einmal war. Denn dass eine Stelle genannt wird, heißt auch, selbst wenn sie fälschlich täuschend genannt würde, hier kann man eintauchen, hier geht es hinab in die andere Welt, die Welt der anderen. Es gibt eine konkrete Stelle, die benutzt werden kann. Es gibt sie in Raum und Zeit, körperlich, dreidimensional. Das heißt, dass gerade zum Unfassbaren, zum Zeitlosen, zum Tal der Schatten oder zu den Tiefen des Unbewussten, Passage nur über vergänglich Konkretes möglich ist. Nur über diese materielle Welt, jetzt und hier, nur über diesen Körper, an den ich Hand anlege, jetzt und hier. Nur durch den Stoff, nur durch das konkret Körperliche, den Ort und sein Hier und Hierher, kommt man ins Untere, die Unterwelt, das untergegangen Gestorbene, ewig bereitliegende, angelegte, nicht mehr Stoffliche. Hier müssen wir durch. Die Phasen einer solchen Reise ins Tal der Schatten habe ich vor wenigen Wochen noch in der Meinung erlebt, ich sei nur Beobachter, gefälliger Reiseführer für Lou Sederman, einen alten Orpheus, der das verlorene, vergessene noch einmal, ein letztes Mal sehen wollte und dem ich daher die Reise in die Vergangenheit so wirklich als möglich zu machen suchte. Die Reise war aber auch, so sehe ich es heute, ein Gleichnis auf das Finden des Stoffs, die Wiedergewinnung des Verlorenen, die Totensuche, die ich als Schriftsteller mit jeder Arbeit beginne. Mein Plan war, den alten Mann am frühen Sonntagmorgen über die Hügel nach Hollywood zu fahren, um seinen ehemaligen Arbeitsplatz, Madsons, ein Herrenbekleidungsgeschäft auf dem Hollywood Boulevard Ecke Wilcox, und danach sein altes Haus, das eine halbe Meile südlich vom Hollywood Sign auf Van Ness Avenue liegen sollte, zu besuchen, wenn es noch stand. Lou Sederman war 98 und hatte am Vortag in einer kleinen Sitzbucht des IHOP, des International House of Pancakes, in Sherman Oaks seinen Geburtstag mit mir gefeiert. Wir saßen also über Tellern mit Blueberry-Pancakes und Maple-Syrup, keine 10 Freeway-Meilen von seinem alten Wohnort entfernt, nur durch die Hügelkette, die Santa Monica Mountains, von Hollywood getrennt. Da erwähnt Lou wie beiläufig, er habe Hollywood nun seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr gesehen. Wie das denn möglich sei, frage ich. Mein größter Fehler, sagt er. You know, when my wife died, sagt er und bricht ab. Seine Augen, die rötlich klebrigen Augenecken, füllen sich mit Tränen, laufen über. Ich sage erst nichts, dann, yeah, I know. Ich weiß, er hatte mir das schon einmal erzählt, als seine Frau, Rose hieß sie, 1976 verstarb, hatten ihn seine Kinder gedrängt, das Haus in Hollywood, das er 1945 erworben hatte, zu verkaufen und über die Hügel in ihre Nähe zu ziehen. Er war allein, der Schmerz, Rose nach 50,5 Jahren Ehe verloren zu haben, kaum auszuhalten. Der Wunsch, seiner Kinder in ihre Nähe zu ziehen, schien ihm vernünftig. Er freute sich schon auf die Enkel, die ihn an den Wochenenden würden besuchen kommen, und suchte nach einem Apartment mit Pool, damit es ihnen nicht langweilig würde bei ihm. Kaum war er umgezogen, das Haus verkauft. Er wohnte, wo er immer noch wohnt, in einem gemieteten Zwei-Zimmer-Apartment in Sherman Oaks, 5 Schritte vom Poolrand entfernt. Ideal, dachte er, er würde den Enkeln vom Schatten hinter dem Fenster aus zusehen können. Da zogen seine Kinder auf und davon, nach Norden, nach Süden, als sei ihnen der Alte nun doch zu nahe gerückt. Lou bedauerte vor allem, dass er mit dem Haus in Hollywood auch den Garten verloren hatte, den seine Frau so liebte. Die 12 Obstbäume hatte er eigenhändig gepflanzt, rings um einen wunderschönen Feigenbaum her, einen Brown Turkey Fig Tree, den er dort vorgefunden hatte und von dem Rose ab und zu, wenn Freunde sie besuchten, einen der unteren Zweige abbrach. Den stellt ihr in eine Flasche Wasser, hat sie ihren Gästen dann gesagt, bis sich in ein paar Tagen Wurzeln sehen lassen. Ihr müsst das Wasser nicht jeden Tag erneuern. Wenn die Wurzeln da sind, pflanzt ihr den Zweig in den Boden. Müsst nur aufpassen, dass er gerade wächst.
Und du bist seit dem Tod von Rose kein einziges Mal mehr drüben gewesen in Hollywood, frage ich nochmals. Lou nickt. Träumst du denn manchmal vom alten Haus, frage ich und denke sofort, Lou träumt nicht oder erinnert sich nicht an Träume oder misst ihnen keinen Wert bei. Schon das Wort Traum wird ihm zuwider sein. Denn ich erinnerte mich, dass ich ihn einmal, es war kurz nach dem Erdbeben 94, als ich die Leute in unserem Apartmentgebäude besser kennenlernte, gefragt hatte, What's your secret, Lou? Was ist dein Geheimnis? Wie bleibt man geistig und körperlich so auf Draht? Das klang wie in einem kitschigen Commercial und sollte ja auch letztlich nur ein Kompliment an den alten Mann sein. Umso verblüffender war Lous Antwort. Er ging nämlich 2-3 Schritte an mich heran und sah mir völlig bewegt in die Augen, als habe ihm endlich einer die einzig richtige Frage gestellt. Mein Geheimnis? Dein Geheimnis? No fiction, meinte er stolz. Das sei sein Geheimnis. No fiction, wiederholte ich unsicher. Du willst doch nicht sagen, keine Bücher. Keine Bücher, keine Movies, keine Märchen, nichts Erfundenes, meinte er, der, wie ich wusste, nur der L.A. Times, dem abonnierten B'nai B'rith Messenger, den PBS-Nachrichtenprogrammen und PBS-Dokumentarfilmen über Tiere in freier Wildbahn, den Baseballspielen der LA Dodgers und den Basketballspielen der Lakers seine Aufmerksamkeit widmete. Also wird er mir jetzt auch nichts von Träumen über sein altes Zuhause in Hollywood erzählen, dachte ich. Aber ich hatte mich wieder getäuscht. Ich träume jede Nacht davon, sagt Lou. Von deinem alten Haus in Hollywood. Jede Nacht, sagt er. Und was geschieht da? Frage ich vorsichtig. Wir leben noch alle in meinem Haus, sagt er. Meine Frau, Rose, Celia, meine Mutter und meine beiden Schwestern, Betty und Leona. Sind ja alle längst tot, aber im Traum sind sie noch jung. Wir sind alle um die 30, er lacht. Komisch, auch meine Mutter ist da kein Jahr älter als Rose. Und meine Mutter hat das Haus in Wirklichkeit nie gesehen. Auch meine Schwestern kamen nur alle Jahre mal zu Besuch. Aber im Traum sind wir jede Nacht zusammen in meinem Haus. Erinnerst du dich dann morgens noch an Einzelheiten? Es gibt nichts Besonderes, sagt er. Im Traum ist es Alltag. Ich komme abends nach Hause, parke meinen alten Seville unterm Torbogen der Einfahrt. Im Traum sehe ich noch die Weinreben, die ich über den vorderen Gartenzaun in den Torbogen wachsen ließ. Blaue Concord-Trauben, weißt du? Ich gehe dann ins Haus und Rose redet mit mir über den Tag oder wir setzen uns alle zum Essen an den großen Tisch oder köcheln zusammen noch in der Küche. Manchmal hilft mir meine Mutter beim Traubenpflücken. Wir machen dann Konfitüre daraus oder Wein für Pessach. Sonst geschieht nicht viel. Nur am Morgen, wenn ich aufwache, habe ich dieses angenehme Gefühl, wieder im Haus gewesen zu sein. Lou, wenn ich dich morgen früh, da ist dann die Sonne noch nicht so grell und du kannst alles besser sehen, nach Hollywood fahren würde, zu deinem alten Haus, in die alte Gegend, hättest du Lust? Und so kam es zu dem Plan, am nächsten Morgen früh aufzubrechen, die Fahrt über die Hügel anzutreten, Lou's Hollywood wiederzusehen. Aber am nächsten Morgen ging es ihm nicht gut. Er hatte vor Aufregung kaum geschlafen und ihm war gleich nach dem Aufstehen schwindlig geworden. Ich sagte, er solle sich ausruhen, doch noch ein bisschen zu schlafen versuchen. Wir würden dann eben erst am Spätnachmittag aufbrechen, wenn die Hitze nachgelassen hatte. Gegen 5 Uhr fuhren wir los. Morgens hatte ich noch vorgehabt, Mulholland Drive, die Kammstraße, auf den Hügeln zu nehmen, ihre Aussicht auf beide Täler wegen, fürchtete aber, es könne dem alten Mann auf der kurvenreichen Straße wieder schwindlig werden. Ich nahm stattdessen den Ventura Freeway, den 101, eine Schnellstraße, die schon nach 5 Meilen Fahrt Richtung Osten, knapp vor dem Fuß der Hügelkette, zum Cahuenga Pass nach Hollywood abzweigt. Lou deutete auf die Universal Studios, an denen wir gerade vorbeifuhren. Da drüben haben früher die 2 Irvings gearbeitet. Die Irving-Zwillinge, erzählte Lou, wollten Schauspieler werden. Aber als ihr Vater, ein Mann mit einer wunderbaren Tenorstimme, in eine schwere Depression fiel, weil sein Auftritt als singender Ober in einem Fred Astaire Musical kurz vor der Premiere geschnitten wurde, ließen die beiden sich das eine Lehre sein und beschlossen, Toningenieure bei Universal zu werden.
Der eine, Irving, sagte Lou, war auch dabei gewesen, als ich Rose kennenlernte. Ich war Schlagzeuger, das war noch in Boston. Und ich sah Rose auf dem Tanzparkett und fragte einen der Irving-Zwillinge, der vorbeischlenderte, ob er mich eine Zeit lang vertreten könnte. Die Zwillinge waren nicht auseinanderzuhalten. Ich wusste nur, einer von ihnen spielt Klavier, der andere Schlagzeug. Ich hatte Glück. Er nahm mir die Schläge ab. Ich lief sofort auf Rose zu und habe sie um einen Tanz gebeten. Ein paar Monate später haben wir geheiratet. Ich wusste nicht, dass du mal Musiker warst. Warum hast du aufgehört? Na ja, dann wurde ja damals das Radio erfunden. Die Leute, die sonst zu Geburtstagen und Hochzeiten Musiker bestellten, drehten also einfach das Ding auf. Innerhalb von 2 Jahren waren wir alle arbeitslos. Ich bin dann zu meinem Bruder, habe ihm bei seiner Arbeit als Zahntechniker geholfen, bis ich später, als ich nach Los Angeles kam, unten auf dem Hollywood Boulevard bei Madsons Anstellung fand, als Verkäufer im Herrenbekleidungsgeschäft. Dort blieb ich, bis Rose starb. Es war schön, dieses Gefühl, jemanden zu führen, der schon entscheidend gehandelt hatte, als es das Radio noch nicht gab. Nein, nicht zu führen, denn ich dachte, er ist es, der mich jetzt führt, der sagt, wohin es geht und was zu sehen ist. Faszinierend und geheimnisvoll war, dass Lou trotz seiner Verbindung zu Leuten in der Filmindustrie behauptete, ohne Fiction gelebt zu haben, ohne Movies in Hollywood. Und ich begann nochmals davon, um genaueres zu hören. Lou, ich weiß, du magst keine Movies, siehst dir keine an, aber irgendwann musst du doch mal welche gesehen haben. Oh ja, sagte er, ich erinnere mich genau. Ich habe 1950 aufgehört, ins Kino zu gehen. Du hast seit über 50 Jahren keinen Film mehr gesehen? Ich weiß noch genau, wie Rose und ich aus dem Kino kamen. Es war irgendein Kino auf dem Hollywood Boulevard und wir sagten, no more. Und welchen Film hattet ihr damals gerade gesehen? Er denkt nach und sagt dann, das weiß ich nicht mehr. Auch nicht mehr, wer mitspielte? Nein, ich sagte zu Rose, who needs it? Ich wollte es wirklich begreifen, fragte nochmal, weil es Make-Believe war, Täuschung. Babameise, meinte Lou. Babameise? Großmuttergeschichten, sagte Lou, und wir brauchten keine Baba mehr. Schau dir das Leben an, habe ich zu Rose gesagt. It's all around us. Who needs Babameise? Und dann sind wir nicht mehr ins Kino. Wow, sage ich, einfach so. Und du weißt nicht mehr, was für ein Film das gewesen sein könnte, dieser letzte. Eine Komödie, ein Krimi? Ich glaube, es war ein Krimi, ich habe es vergessen. Es war Blödsinn, völliger Blödsinn, sagte Lou. Da ist irgendwas, dachte ich, da war irgendwas. Ich hatte nur so eine Vermutung, ein Krimi, der 1950 rauskam. Was könnte das gewesen sein? Wir fuhren den Cahuenga Pass durch die Hügel und auf dem Weg hinab ins Tal, während die schmutzig orange beschienenen Dächer von Hollywood, das Knickerbocker Hotel, wo D.W. Griffith starb, der Capitol Records Tower ins Blickfeld kamen, ließen wir zu unserer Rechten die Hollywood Bowl zurück, dahinter Mount Olympus. Neben der Bowl liegt heute ein riesiger Parkplatz, der auch Odin Street, Wotanstraße, unter seiner Teer mit Streifendecke begräbt, eine wahrhaft mythische kleine Straße, auf deren Hügelseite Western-Regisseur John Ford einst wohnte und Gäste empfing, die Legende waren, lange bevor er ihre Geschichten verfilmte. Mit Wyatt Earp, dem Sheriff von Tombstone, soll er im Haus an der Wotanstraße Karten gespielt und ihn über den Shootout beim OK Corral ausgefragt haben, den er später mit Henry Fonda nachgestellt hat. Und das war zu einer Zeit, als Lou ihn noch hätte besuchen können, noch hätte mitspielen können. Oder, wer weiß, ihn oder Wyatt Earp damals vielleicht sogar beim Kauf eines neuen Anzugs beraten hat. Was für Leute sind denn so in euer Geschäft gekommen, frage ich. Irgendwelche Schauspieler, Movie People? Sinatra habe ich mal bedient, sagt Lou. Und? Ich wollte eine Story, irgendeine Anekdote, aber er dachte, ich meine, wen sonst noch? Und Johnny Hyde? Kenne ich nicht. Wer war das? Der Agent von Marilyn Monroe, war auch ihr Liebhaber. Wir näherten uns jetzt der anderen Seite der Hügel, waren eigentlich schon drüben.
Ich nahm den Highland Exit, weil uns das die etwas längere Anfahrt auf dem Hollywood Boulevard ermöglichen würde und Lou damit eher Gelegenheit gäbe, sich wieder zurechtzufinden. Aber außer Musso und Franks, Hollywoods ältestem Restaurant, das seit 1919 hier steht, hatte sich kaum ein Laden aus den Tagen, als Lou dort arbeitete, gehalten. Während mein Wagen langsam den Boulevard hinabfuhr und Lou verwirrt und enttäuscht aus dem Fenster sah, war ich an einer der letzten Szenen in Orson Welles' The Magnificent Ambersons erinnert, an jenen letzten Gang George Minifers durch die Stadt, die sich durch die Verbreitung der Automobiles so verändert, so besudelt hatte, hieß es. Die Straße, die Lou und ich nach stehengebliebenen Erinnerungen abfuhren, schien in den 50ern noch seinen Bewohnern, den Bürgern Hollywoods, zugewandt. Zugeständnisse an Touristen hielten sich in Grenzen. Jetzt schien jeder zweite Laden hier auf Touristen zu lauern. Die Erneuerung der Stadt war eine Schicht Make-up über all dem Verlassen, Vergessensein. Wir näherten uns Wilcox Avenue, einer Querstraße und damit der Ecke am Hollywood Boulevard, wo Lou einst täglich zur Arbeit gegangen war. Wilcox Avenue. Die wenigsten in Hollywood wird sie noch an De Ida Wilcox erinnern. Die damals 26-jährige Frau hatte Hollywood seinen Namen gegeben. Diese Stadt und ihre bekanntesten Straßen, den Sunset Boulevard zum Beispiel, gäbe es nicht ohne diese Frau. Hollywood gibt es erst verbürgt und on paper seit 1887, als De Ida und ihr invalider Mann, Methodisten beide und zugleich strenge Verfechter des Alkoholverbots, begannen, Grundstücke einer 120 Morgen großen, frostfreien Gegend des Cahuenga Valley, die sie Jahre zuvor erworben hatten, hier waren vor allem Feigen- und Aprikosenhaine angelegt, zu verkaufen. Es gibt verschiedene Berichte darüber, wie De Ida Wilcox auf den Namen Hollywood kam. Um es gleich vorwegzunehmen, in Hollywood wuchsen keine Hollies, keine Stechpalmen. De Idas Mann, der um 30 Jahre ältere Harvey Wilcox, hatte gleich nach der Namensgebung versucht, den Namen zu rechtfertigen und ließ zwei Holly Trees importieren, Stechpalmen aus England, die in Hollywood aber sofort kläglich eingingen. Nein, der Name kam aus einer Erinnerung selbst, aus etwas Totem, längst Vergrabenem. De Ida Wilcox soll 1886 im Zug unterwegs gewesen sein, so hat es mir Lou einmal erzählt. Er hatte die Geschichte von einem Mann, der in den 50er Jahren an der Südostecke von Wilcox und Hollywood im See's Candy Geschäft neben einem Singer-Nähmaschinenladen arbeitete. Es ist eine Orpheus-Geschichte. De Ida Wilcox in der Rolle des Orpheus. In jenem Zug habe De Ida einer Frau gegenüber gesessen und es stellte sich heraus, dass beide aus derselben Kleinstadt in Ohio stammten. Die Frau sagte, sie sei, wie übrigens jeden Sommer, unterwegs ihren Bruder zu besuchen. Ihr Bruder sei nun leider immer noch Junggeselle, schwatzte sie. Sie habe die feste Absicht, das Netz, an dem sie in den letzten Jahren gesponnen habe, in den nächsten Wochen zuzuziehen. Er müsse den einsam verwilderten Ort, an dem er seit vielen Jahren lebe, endlich aufgeben, Haus und Grundstück verkaufen. Und wie eine, die keine Gelegenheit auslässt, nach einer Frau für ihn zu suchen, zog sie ein Bild von ihrem Bruder hervor und streckte es der Ida hin. Mrs. Wilcox sah einen Mann, kaum älter als sie, der am Torbogen eines verwilderten Gartens lehnte. Der Mann hatte eine Widmung auf die Fotografie geschrieben und mit Ort und Datum ergänzt. My Hollywood, 4th of July, 1884. De Ida soll den Mann wiedererkannt haben, eine Jugendliebe. Sie wollte von Gefühlen, die das Wiedersehen wachrief, ablenken, trennte sich sofort von dem Bild und fragte ihr Gegenüber so sachlich als möglich, wo denn Hollywood liege. Oh, das sei keine Stadt und auf keiner Karte zu finden, sagte die Frau. Das sei nur der Name, den der Bruder Garten und Grundstück gegeben habe. Es sei höchste Zeit, jemanden für den Vereinsamten zu finden. De Ida muss den Namen Hollywood so verträumt ausgesprochen haben, dass die Frau, unsicher, ob sie in De Ida eine mögliche Käuferin vor sich hätte, rasch hinzufügte, dass ja jetzt alles sehr preisgünstig zum Verkauf stünde.
Hollywood. Der Name, den De Eyder in Skawanga Valley zu ihrem Mann zurücktrug, wäre also selbst das Ergebnis einer Fiktion. Der Ort, an dem er ohne sie gewesen war, würde zu ihrem werden, die Liebenden heimlich am realen Ort vereinen, anwesend machen. You are here. Hollywood war ein Traum, der aus Unwirklichkeit wirklich wurde. Hergenommen wurde der Name, um wachzurufen, was unsichtbar ersehnt worden war und begraben werden musste, aus welchen Gründen auch immer. De Eyder war von dem Namen und was er ihr bedeutet haben muss, das Wiedererkennen des Mannes auf jenem Foto, das Wiedersehen, an das der Name erinnerte, die Einsamkeit, die er wachrief, so eingenommen, dass sie darin wohnte und sich entschloss, darin wohnen zu lassen. Sie hat ihrem Mann nie von jenem Foto erzählt. Die offizielle Version, die Frau, jene Mitreisende im Zug, habe De Eyder von einer Sommerresidenz vorgeschwärmt, deren Name Hollywood De Eyder entzückt habe, ist überall nachzulesen. Aber mir erscheint die Version, die der Mann in See's Candy Store, Ecke Wilcox und Hollywood Boulevard, Lou einst erzählt haben soll, wahrscheinlicher. Denn darin ist aufbewahrt, was aufbewahrt wird, wenn uns etwas dem Klang nach berührt und, wie bei De Eyders Hollywood, im Klang fassbar bleibt. Was uns berührt, ungehört war und sich in diesem Klang wieder hörbar macht, sichtbar macht, vor unseren Augen gleichsam erscheint, ist ein Totes, das im Klang noch des Namens eine Hoffnung ausspricht. Der Klang, gleichsam der Geist, könne Form annehmen, stofflich werden, im Ausgesprochensein, unter uns wohnen, so wie wir im Ausgesprochenen wohnen, von ihm eingehüllt sind. Das rührt an ein Geheimnis aller Namen und dem kommt die Version von Lou's Candyman einfach näher. Wie Lou und ich befürchtet hatten, gab es Madsons, das Herrenbekleidungsgeschäft, nicht mal mehr als Gebäude. Roma, ein roter Backsteinladen an der Ecke, saß auf der Hälfte des Grundstücks und verkaufte Touristen bunte Damenunterwäsche und Bikinis. Lou staunte nur. Aussteigen wollte er nicht, hier gab es nichts mehr. Wir fuhren ein paar Mal um den Block, auch am Newsstand auf Kawanga vorbei. Unmittelbar rechts davon, ich wies Lou darauf hin, ist immer noch eine kleine Alley, eine Gasse zu sehen, 3-4 Mülltonnen breit, nicht mehr. Die stammt noch aus frühester Zeit, sagte ich. Ein Historiker wies kürzlich mit Hilfe von aufgeblasenen Frames aus Cops, einem Buster Keaton-Film, nach, dass Buster genau hier, vor dieser Gasse, sich bei einem vorbeireisenden Wagen einhakte und aus dem Filmbild reißen ließ. Keine Stunde mehr bis Sonnenuntergang, schätze ich. Wir fahren Kawanga einen Block weiter nach Norden, biegen auf Franklin rechts ab. 5 Minuten später erreichen wir die Van Ness Avenue, Lou's alte Straße. Oben auf den Hügeln, die hier beginnen, ist das alte Hollywood-Zeichen gut zu sehen. Viele der ein- und zweistöckigen Häuser mit ihren Veranden stammen noch aus den 20er und 30er Jahren. Hier links müsste es jetzt kommen, sagt Lou. Der Wagen rollt ein paar Häuser weiter, am 3., 4., 5. Haus vorbei. Halt an, sagt Lou. Ich sehe es nicht mehr. Wir müssen dran vorbeigefahren sein. Dreh noch mal um. Ich wende, was auf der engen Straße gar nicht so leicht ist. Haben Sie es abgerissen? Fragt Lou und starrt auf die Häuser, an denen der Wagen vorbeigleitet. Da, das müsste es sein. Das ist es. Ich fahre an den Bordstein, halte. Hab's nicht erkannt, sagt Lou, weil Sie den Torbogen in der Einfahrt entfernt haben. Auch vom Zaun und den Weinspalieren, die Lou gebaut hatte, den Reben, die hier hoch und entlang wuchsen, war nichts mehr zu sehen. Es waren die blauen Concord Grapes gewesen, von denen Lou mir erzählt hatte, die Weintrauben für Konfitüren und Pessachwein, unter deren Torbogengehänge Lou früher und in seinen Träumen ja immer noch seinen alten Seville parkte. Jetzt war der Driveway und damit der Blick nach hinten, von einem rostigen Airstream-Wohnwagen blockiert. Wir fuhren einige Meter weiter, um die andere, die Südseite des Hauses zu sehen. Schau dir das an, deutete er. Dort hinten, der Garten hinterm Haus, den haben sie total verbaut. Was ist denn das?
Auf dem hinteren Teil des Grundstücks, dem ehemaligen Garten, an den Lou sich erinnerte, stand nun ein ziemlich geräumiges Gästehaus, oder war es eine große Garage? Genau zu sehen war das nicht, aber von Lous Garten war wohl aus einem bisschen Rasen kaum etwas übrig geblieben. Wir sitzen im Auto vor Lous altem Haus, wie Detektive beim Stakeout oder wie es Hinterbliebene halten, wenn sie beim Besuch des Grabs nach dem Säubern der Stelle, der Grabplatte oder des Kreuzes noch ein wenig verweilen, nur so. Also um ganz physisch, wörtlich, denen nah zu sein, die da begraben sind. Es war nun rasch dunkel geworden. Im Haus brannten keine Lichter, jedenfalls keine, die wir vom Auto aus erkennen konnten. Vielleicht waren die Hausbewohner verreist oder, das war ebenfalls möglich, auf dem Weg nach Hause im Rush-Hour-Traffic stecken geblieben. Lou hatte mir erzählt, wie er eines Abends vor 25 Jahren unterm Torbogen geparkt hatte, ins Haus gegangen war, nach ihr rief. Es war etwa um dieselbe Zeit gewesen wie heute, gerade dunkel geworden und im Haus brannte kein Licht, weil Rose, dachte er, vielleicht noch im Garten säße. Beim Durchlaufen des Wohnzimmers habe er immer wieder Halt gemacht, die Lampen anzuknipsen, auch in der Küche gehalten und Licht gemacht, war dann auf die hintere Veranda hinausgetreten, hatte wiederum Licht gemacht und auch Licht im Garten gemacht und sah sie dort nicht. Sie könnte beim Nachbarn sein, dachte er, und pflückte noch ein paar Feigen. Auch von den anderen Bäumen pflückte er einen kleinen Korb voll mit dem, was er mühelos ohne Leiter erreichen konnte. Als er aus dem Garten zurückkehrte, ins Wohnzimmer trat, bemerkte er, dass er vorhin an ihr vorbeigelaufen sein musste. Sie saß in einem Sessel beim Fenster, ihr Kopf weggenickt zur Küche hin, als sei sie eingeschlafen, sie, die er jetzt wecken wollte. »Muss innerhalb der letzten Stunde erfolgt sein«, meinte der Arzt wenig später, als er ihren Tod feststellte. Lou, noch unter Schock, versuchte dennoch nachzurechnen. Es ging nicht auf. Das hieß, durfte doch um Gottes Willen nicht sein, denn die letzte Stunde, von der Arzt gesprochen hatte, die begann in Lous Rechnung, als er unterm Torbogen parkte, die Stufen zur Veranda emporstieg, die Haustüre öffnete. Er habe nie verstanden, wie er sie beim ersten Mal bei all dem Licht, das er im Zimmer gemacht hatte, übersehen konnte. Schlossbeleuchtung, und ich rufe nach ihr und sehe sie nicht, laufe an ihr vorbei, sagte er immer noch vorwurfsvoll. Seither vermeide er es, Zimmer voll zu beleuchten. Ein kleines Licht, wo er sitzt, genügt. Ein hell beleuchtetes Zimmer rufe immer nur das eine Zimmer zurück und den einen Moment, da er an Rose vorbeigelaufen war, vielleicht gerade als sie starb, ihren letzten Blick auf ihn so versäumt hatte. Und ihr Blick. Er fürchtete, dass sie ihn, als er vorbeilief, noch wahrnahm. Wenn sie noch sehen konnte, hätte Rose mit der letzten Wendung ihrer Augen nur einen Vorbeilaufenden erkannt, der sie nicht beachtet, der geschäftig die Lichter anknipst und nach ihr ruft, als sei sie schon nicht mehr im Raum. Ich weiß nicht, was sie sah, sagt Lou, ich weiß es nicht. Vielleicht war sie schon tot. Aber ein paar Minuten später fragt er wieder, warum musste der Arzt mir das sagen? Noch keine Stunde tot. Sollten wir nicht wieder zurückfahren, frage ich Lou. I'd like to take a look, if you don't mind, sagt er. Er will also aussteigen, vielleicht anklopfen dort bei den Leuten. Ich helfe ihm aus dem Wagen, spüre an seinen Händen, wie er zittert, wie aufgeregt, wie bedrückt er ist. Da erst kommt mir der Gedanke, dass ich ihm mit diesem Besuch hier zerstören könnte, was er noch hat. Die Träume, die ihn allnächtlich ins Haus einluden, nun vielleicht nicht mehr kämen. Ich wäre verantwortlich dafür, wenn ihm hier, durchs Wachrufen des Verlusts, im Erinnern des der Schmerzen um Rose und seines ausgebliebenen letzten Blicks auf sie, etwas zustoßen würde. Wir gingen am Gatter, das offen stand, vorbei, ich ihm voraus, aufs immer noch dunkle Haus zu. Lou deutete, schien mir, in Richtung des Fensters, das wir vom Wagen aus auf der linken Häuserseite bemerkt hatten, als wolle er nur mal, also ohne die Leute, die hier wohnen mochten, zu stören, von der Seite aus reinsehen, einen Blick aus nächster Nähe ins alte Wohnzimmer werfen. Ich ging voraus und stand Augenblicke später am Fenster. Ein schwaches Licht kam aus einem der Räume hinter dem Wohnzimmer,
Vielleicht aus der Küche oder von der hinteren Veranda her, dachte ich. Das Wohnzimmer lag fast völlig im Dunkeln. Man konnte nur die Umrisse der Einrichtungsgegenstände, einen Fernseher, zwei große Couchen und einen Tisch erkennen. Der Tisch stand etwa dort, wo ich nach der Erzählung Lou's Roses Sessel vermutet hätte. Rechts dahinter, das musste der Durchgang zur Küche sein. Auch eine Durchreiche erkannte ich jetzt. Das Metallgehäuse eines Toasters oder Microwaves glänzte auf der anderen Seite der Durchreiche. Das schwache Licht, das ich bemerkt hatte, kam von jenseits der Küche. Und was lag dort? Ich wandte mich zur Seite und fragte Lou, erkennst du es wieder? Aber da stand niemand neben mir. Ich war zu nah am Fenster, wollte nicht nach ihm rufen. Ich trat um die Hausecke vorsichtig zurück in den Vorgarten, ging den Weg bis zum offenen Gatter. Kein Lou. War ihm schwindlig geworden. Konnte er hingestürzt sein? Ausgeschlossen. Es wird ihm unheimlich geworden sein, dachte ich, er ist sicher ins Auto zurück. Aber im Auto, ich sah durch die Scheiben, saß niemand. War er in seiner Verwirrung davongelaufen? Ich blickte die Straße entlang, aufwärts, abwärts. Weiter unten war jemand zu sehen, der einen Hund spazieren führte. Wie weit konnte Lou schon gekommen sein? Ich war doch nur ein, zwei Minuten dort am Fenster gestanden, schien mir. Ich ging nochmals zurück, denselben Weg. Zunächst dann sah ich auf der Veranda nach. Er könnte sich im Dunkeln auf einem der Stühle niedergelassen haben. Oder mir kam ein grauenhafter Gedanke. Lou könnte an der Tür gezogen und sie offen gefunden haben. In seiner Verwirrung Traum und Wirklichkeit verwechselnd, den Traum lebend ins Haus eingetreten sein. Und ich stieg die Verandastufen hinauf, ging bis zur Tür, sah nach links. Aber an den wackligen Korbstuhl waren nur Harke und Spaten gelehnt. Nach rechts nur ein plattgetretenes Plastikplanschbecken, in der die Ketten einer abmontierten Schaukel verstaubten. Ich versuchte, durchs vordere Fenster zu blicken, konnte aber niemanden ausmachen. Das Licht von ganz hinten war nicht mehr zu sehen, entweder weil ein Gegenstand mir die Sicht verstellte oder weil es jemand gelöscht hatte. Ein Autoscheinwerfer strich mir über den Rücken und hielt, warf meinen Schatten auf die Eingangstür vor mir. Es war wie in amerikanischen Filmen. Wenn jemand ertappt, ein Einbrecher oder ausgebrochener Sträfling, vom Lichtkegel erfasst wird. Ich wandte mich um, hob vom Licht geblendet die Hand, die Augen abzuschirmen, als könnte ich so erkennen, wer mich da anleuchtet. Gleichzeitig das Filmwissen, dass die, die so handeln, immer kurz darauf im Kugelhagel enden. What the fuck are you doing there? Rief eine wütende Männerstimme über dem laufenden Motor eines Wagens. You stay right there! Ich blieb im Scheinwerferlicht stehen. Jetzt nur nicht ausweichen, dachte ich. Versuchte dem Mann zu erklären, dass mein Onkel hier früher gewohnt habe und wir gekommen seien, das alte Haus zu besuchen. What, Uncle? Rief er wütend, denn er sah niemanden außer mir. Ich begann vorsichtig, die Verandastufen hinabzusteigen, die Hände etwas erhoben und rief, »Es ist nur ein alter Mann, ich glaube, er hat sich verirrt.« Wirklich nicht die beste Antwort, aber mir fiel nichts anderes ein. Als ich dem Scheinwerferkegel langsam auswich, in den Garten trat, sah ich, dass der Mann, der hinter seiner Wagentür stand, eine Pistole auf mich gerichtet hatte. Mir wurde schwach in den Knien. Ich versuchte, die Hände höher zu heben. Alles verlangsamte sich. Und ich sah kurz ein Bild vor mir aufscheinen, wieder verglühen. Lou, der sich über mich beugt, mich anblickt, wie er Rose angeblickt haben muss, als er sie damals zu spät gekommen entdeckte. Lou, der alte Mann, der mich überleben würde, der alles erklären könnte, kam wieder zu spät. »Verirrt, ha?« schrie der Mann. Dann rief er nach jemandem im Haus. Mary, you okay? Eine Frau war zu hören, die schrie, alles okay, lass ihn nur reinkommen. You fucking piece of shit, wenn du dich nochmal hier verirrst, drück ich ab. Die Erleichterung und die sofort nachrückende Angst war ihm anzuhören. Hau ab, du piece of shit, schrie er mir nochmal nach. Ich ging aus dem Vorgarten und sah plötzlich
Lou vor dem Gatter. Er hielt eine Rute in der zitternden Hand und rief mit hocherregter Stimme: Das war früher mein Haus, mein Garten. 30 Jahre habe ich hier mit meiner Frau gelebt. Ich habe mich nicht mehr umgedreht. Ich habe Lou die Autotüre aufgemacht, bin, statt ums Auto herumzugehen, von der Passagiertür aus hinters Steuer gekrochen und startete den Wagen, während Lou, die Rute immer noch in der Hand, mir nachstieg. Wir fuhren los, geradeaus, über Franklin hinaus, zurück zum Hollywood Boulevard, wo ich auf die nächste Freeway-Rampe biegen wollte und dann doch weiterfuhr an ihr vorbei. Lou, Mann, wo warst du gewesen? Er muss die Aufregung und Wut in meiner Stimme gehört haben. Ich hörte sie, und es tat mir sofort leid, dass ich ihm damit Schuld zuschob. Ich glaube, es ist jetzt mit einigem Abstand alles besser zu beurteilen. Ich glaube, das Ende des Abenteuers, auch wenn ich es hier beschreiben kann, wurde mir damals während der Heimfahrt nicht wirklich bewusst. Statt des Freeways nahm ich den langsameren, nächtlich beleuchteten Hollywood Boulevard. Ich war zu aufgeregt, schneller zu fahren, zu aufgeregt anzuhalten. Und doch bemerkte ich, dass Lou nicht nach draußen sah, wie er es auf dem Hinweg getan hatte. Wir überquerten Cahuenga, dann Wilcox, fuhren an seiner alten Ecke vorbei, aber er sah nicht hinaus, nur immer nach unten. Er erzählte mir, wo er gewesen war. Hinters Haus, in den Garten sei er gegangen. An dem verrosteten Wohnwagen im Driveway habe ein schmaler Pfad vorbeigeführt, den sei er gegangen, weil er den Garten sehen wollte. Und? Lou sah nicht auf, sondern blickte weiter nach unten. Nur der Feigenbaum stand noch dort, sagte er glücklich. Ich sah, was er die ganze Zeit gehalten hatte. Es war der blattlose Zweig eines Feigenbaums, den er in Händen hielt. If you stick that in a bottle of water, it'll root, meinte Lou. Wenn man den in eine Flasche Wasser stellt, wird er Wurzeln treiben. Und erst hier, hier und jetzt, da ich mir diesen Moment schreibend nochmals vergegenwärtige, wird mir klar, dass ich das You als Mann falsch übersetzt hatte und Lou nicht nur sich, sondern auch mich gemeint hatte. Wenn du den in eine Flasche Wasser stellst, dann treibt er dir Wurzeln. Hier hatte einer wirklich gefunden. Hier war der Stoff, in jedem Sinne, konkret und übertragen, richtungsweisend ein Zeichen und ruhend schon der Ort, in dem man aufgehoben war. Was ist dieser Feigenbaumzweig, wenn nicht lebendiges Behältnis und Zeichen für alle Geschichten, zu denen ich hinabsteige, mich zu erneuern, wie Lou erneuert wurde, ohne in alten Erinnerungen zu ertrinken? Denn hier war der entscheidende Moment, hier war die Einsicht genutzt, die uns die Orpheus-Sage in den entscheidenden Moment, in die entscheidende Orpheus-Sekunde gibt. Sie erinnern sich, Orpheus hatte von den Unterirdischen Erlaubnis erhalten, Eurydike oben zu führen. Mahnung auch, nicht zurückzublicken, bis er sie ganz ans Licht geführt hätte. Und dann, kurz vor dem Ausgang nach oben, kurz bevor Orpheus die ebene Erde des Tags erreicht, blickt er doch noch zurück zu Eurydike, ins Dunkel zurück und verlor sie für immer. Aus Sorge blickte Orpheus zurück, sagen manche, aus Liebe. Ich sage, aus Unbeherrschtheit, aus Unreife, aus fehlender Einsicht in die Wirklichkeit der Götter, nämlich in die Wirklichkeit des Unbewussten, den wirklichen Sinn des Verbots und in die letztliche Konsequenz seiner Gaben, aus dem Tod noch die Tote zu lösen, sie wieder ins Leben zu führen, das bis dahin Ungesehene sehbar, hörbar, lesbar, wirklich zu machen. No fiction. Denn das ist die Orpheus-Sekunde. Sie ist, vergessen wir das romantische Klischee des schmachtenden Lovers, dessen Liebe sich durch den Verlust der Geliebten ein Denkmal setzt, sich selbst verherrlichend, sie ist eine Sekunde des Versagens, eine Sekunde des Versagens, weil Orpheus sie sich nicht versagt. Das Verbot der Unterirdischen hatte äußersten Sinn, denn wer aus dem Unbewussten herauferinnern, das Todgefundene lebendig heraufführen will, der muss um die Gefahr wissen, dass er wieder zurückfallen wird, ans Unbewusste, die Unterirdischen wieder verliert, was er nicht ganz, nicht vollständig
nach oben gezogen hat. Das ist die Orpheus-Sekunde, in der sich etwas entscheidet. Hier unterschätzt einer die Kraft des Unbewussten, über das er sich gerade noch Sieger glaubte. Und eben darin, in jener Sekunde, hatte Lou Sederman Orpheus überwunden. Denn er hat etwas zurückgebracht. Ein Fragment zunächst, das aber fürs Ganze steht, ein Ganzes werden wird, mit Pflege und Liebe und täglicher Sorge wachsen könnte. In dem gerettet geraubten Zweig jenes Feigenbaums war die Erinnerung vor der Nostalgie gerettet, in ihrer lebenzeugenden Kraft aufbewahrt, mehr noch am Wirken.